Vorarlberg zum Sportland Nummer 1 heißt es ab sofort hier bei uns auf Ländle TV. In einer Serie werden wir immer wieder über verschiedene Themen aus dem Bereich Sport hier bei uns in Vorarlberg diskutieren. Den ersten Gast darf ich jetzt begrüßen, Martin Kessler, hallo. Hallo. Herr Kessler, Sie bekannt in der Vorarlberger Sportszene quasi als bunter Hund und als Mastermind hinter der Sache Sportservice Vorarlberg. Was steckt da genau dahinter? Ja, der Sportservice Vorarlberg ist eine mittlerweile Institution, kann man sagen, die sich aus einem Prozess heraus entwickelt hat, den wir gemeinsam mit dem Land eben, dem Landesrat Sigi Stemer, entwickelt, gegründet haben, mit dem Hintergrund eben Vorarlberg zum Sportler Nummer 1 zu machen, wie du eben schon gesagt hast, und auch mit dem Hintergrund, die Ziele, die wir haben, mit jenen Maßnahmen zu unterstützen, damit es auch möglich ist. Sie haben in Ihrer aktiven Karriere, waren Sie Trainer der Ruder-Nationalmannschaft. Auch damals galt der ganze Fokus dem Ergebnis, sage ich jetzt mal. Auch in dieser Situation jetzt mit dem Sportservice Vorarlberg, alles in Richtung Ergebnis konzentriert? Ich glaube, das ganze Leben ist ergebnisorientiert. Die Frage ist immer, welche Ergebnisse man von sich erwartet. Aber ich glaube, wenn man keine Ziele hat und nicht für das geordnete Ziel die jeweiligen Ergebnisse bringt, dann kann man nicht zufrieden sein im Leben. Natürlich als Trainer bist du extrem gefordert, die dementsprechenden Ergebnisse zu bringen. Aber auch hier haben wir uns ein extrem hohes Ziel gesetzt und schlussendlich arbeiten wir mit Nachdruck daran, auch das jeweilige Ergebnis zu erzielen. Auch früher gab es schon erfolgreiche Vorarlberger Sportler, jetzt gibt es noch das Sportservice dazu. Warum das Sportservice? Ja, weil man ganz einfach sagen muss, dass die Erfolge im Vorarlberger Sport für das, was wir als Land investiert haben, zu wenig waren. Man muss, glaube ich, auch den Mut haben, zu sagen, wenn etwas nicht so optimal läuft, wie man es sich vorstellt. Und wenn man so vor 5 Jahren auf der einen Seite angeschaut hat, was für den Sport ausgegeben worden ist, auf der anderen Seite, was an Ergebnissen hereingefahren worden ist, dann muss man sagen, war da noch ein Riesenpotenzial offen. Mit dem Sportservice versuchen wir eben jene Strukturen zu entwickeln, damit diese Schere zwischen Ausgaben und den Erfolgen kleiner wird und eines Tages so große Erfolge herausstellen, dass man sagen wird, das hat sich mehr als rentiert. Angefangen hat der Sportservice, wenn ich jetzt noch richtig nachdenke, im Sportgymnasium in Dornbirn unten, ganz klein, mittlerweile eine Rieseninstitution geworden. In Dornbirn, wie viele Mitarbeiter, wie viele Geschäftsbereiche, was gibt es bei euch alles? Ja, damals war es noch die Sportinformation. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht im Land. Ich konnte aber als Trainer mit profitieren, weil eben auch damals Athleten unterstützt worden sind. Aber das war damals natürlich gegen das, was wir heute haben, nicht vergleichbar. Heute haben wir im Sportservice, weil wir auch das Landessportzentrum mit integriert haben in dieser Sportservice GmbH, 42 Mitarbeiter. Davon sind ca. 20 im ehemaligen Landessportzentrum Hotellerie und Restaurant tätig. Und ungefähr 22 Leute bemühen sich wirklich darum, den Sport in Vorarlberg an vorderste Front zu bringen. Was bedeutet der Leitsatz Vorarlberg zum Sportland Nummer 1? Ja, wir haben ein klares Ziel. Wir wollen im Jahr 2024 die meisten Olympiateilnehmer haben in Österreich absolut gesehen, also nicht relativ auf die Einwohnerzahl, sondern absolut gesehen. Und wir wollen jenes Bundesland sein, das die meisten Menschen hat im Breitensport, die sich mindestens zweimal pro Woche regelmäßig bewegen. Was ist da für eine Strategie dahinter? Wie soll das Ganze funktionieren dann auch schlussendlich? Ja, die Strategie ist ganz einfach. Ich glaube, wenn man sich dem Sport und der Bewegung verschreibt, egal wie man es sieht, dann hat der Breitensport die gleiche Notwendigkeit und die gleiche Priorität wie der Spitzensport. Und Sport ist Teamarbeit und ich glaube, das Wichtige an diesem Ziel ist, und da sind wir auch einzigartig unterwegs, das kann man sagen, ist, dass wir hier sowohl jeden Menschen in Vorarlberg ansprechen, man sagt, komm, beweg dich zweimal die Woche, dann bist du ein Teil des Erfolgs, und auch den Spitzensportler mit einbezieht, jeder Olympiateilnehmer ist ein Teil des Erfolgs. Das heißt, jeder Vorarlberger hat die Möglichkeit, an diesem Ziel mitzuwirken und es mit uns gemeinsam zu erreichen, indem er sich zumindest zweimal die Woche regelmäßig bewegt. Und jeder Vorarlberger hat auch die Möglichkeit, sich beim Sportservice Informationen zu diversen Sachen und so weiter zu holen auch. Ganz klar, wir haben auch die ganze Struktur des Sportservice so entwickelt, dass wir sehr breit unterwegs sind. Wir haben, wenn ich an die Sportmedizin denke, die ist natürlich für den Spitzensport unerlässlich, aber auch gerade für den Breitensport, wenn es um Fitness geht, wenn es um Bewegung geht, regelmäßig, wenn vielleicht mal einen Wettkampf mitmachen, ganz wesentlich ist. Wir haben die Ausfahrt und Weiterbildung, wo wir zwar sehr spezifisch im Sport ausbilden, aber momentan auch an der Entwicklung sind von Ausbildungen, die schon in Firmen, also in Betriebe hineingeht, weil wir der Meinung sind, dass Erfolge im Sport, also Leistung im Sport und Leistung in der Wirtschaft sehr ähnlich beieinander sind. Ich glaube, da können wir sehr stark voneinander profitieren. Wir haben ein eigenes Strukturmanagement, wo wir Verbände, Vereine entwickeln und damit profitiert natürlich wie der Vorarlberger. Wir haben einen Gesundheitsbereich, wo wir
gerade im Bereich Kindergarten, also wo unsere Kleinsten praktisch schon zur Bewegung animiert werden, sehr, sehr stark in der Ausbildung unterwegs sind. Und wir haben den letzten Bereich, nicht von der Reihung her, aber den fünften Bereich, der für uns sehr wesentlich ist, das ist eben das Trainingsmanagement, wie wir es nennen, wo wir den Trainer, den Sportler direkt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt haben Sie hier enorme Sachen und Dinge aufgezählt. Können diese Sachen auch gemessen werden? Kann der Erfolg gemessen werden? Ich glaube, es ist nichts messbarer wie Erfolg. Wenn wir eben im Jahr 2024 nicht absolut die meisten Olympiateilnehmer haben, beziehungsweise nicht die meisten Menschen haben, die sich regelmäßig bewegen, dann haben wir es nicht erreicht. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, dem sollten wir uns auch im ganzen Leben wieder viel mehr besinnen, dass wir den Mut haben, Ziele zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass wenn man ein Ziel nicht erreicht, deswegen schlecht gearbeitet hat. Aber jeder weiß, wenn du nicht ein dementsprechendes Ziel hast, dann ist auch die Motivation und der innere Antrieb nicht so hoch, wie wenn du dir ein niederes Ziel setzt. Also du musst dir schon ordentliche Ziele setzen und dass du mit vollem Elan dabei sein kannst. Macht das Ihnen persönlich zum Beispiel auch Angst oder Druck auch, diese Olympiateilnehmer in absoluten Zahlen erreichen zu müssen? Nein, Druck. Mit Druck muss man umgehen können. Es ist natürlich immer eine gewisse Spannung da, die braucht man, um Erfolg zu haben. Aber das ist ja genau, finde ich, die Spannung im Leben, dass du dir Dinge als Ziel nimmst, wo du nicht weißt, wie sie ausgehen. Wenn wir uns Ziele setzen, die wir wissen, dass wir sie erreichen, welcher Spaß macht dann das Leben noch? Aber ich glaube, das ist das Faszinierende daran, wenn man sich ein hohes Ziel setzt, von dem man überzeugt ist, dass es erreichbar ist, aber viel Zahnräder ineinander wirken müssen, dass es funktioniert. Und diese Fähigkeit, das zu schaffen, ich glaube, die haben wir im Sportservice Vorarlberg mit allen unseren Partnern in der Politik, in den Vereinen, in den Verbänden, mit der Gesellschaft. Das ist das Faszinierende, diese Maschine ins Laufen zu bringen. Also kann man sagen, das Ziel ist, alle diese Zahnräder zusammenzufügen? Das ist die Notwendigkeit, die Grundvoraussetzung, dass wir das Ziel erreichen. Grundlage, Vereine, Verbände, Sportler, alle müssen zusammenarbeiten, damit dieses große Ziel erreicht werden kann. Und alle diese Verbände werden dann auch im Sportservice konzentriert, kann man das so sagen? Ja, es ist, das Team besteht für mich aus der einen Seite aus der Politik, die brauchen wir als Partner zu unterstützen. Das Sportreferat, mit dem wir Auge in Auge kooperieren, also wir sind da im gleichen Boot. Das Sportreferat macht die ganze Arbeit praktisch im Land, die für uns notwendig ist, und auf der administrativen Ebene. Wir machen die ganze Strategie, organisatorische Ebene. Aber wir drei, Politik, Sportreferat, Sportservice, wir arbeiten ganz eng zusammen, stimmen uns ab und versuchen eben das als eine Einheit zu sehen. Und dann braucht, das ist intern, natürlich mit den Mitarbeitern im Sportservice, die sowieso Tag und Nacht an dieser Sache arbeiten. Und dann brauchen wir die externen Partner, wenn ich so sagen darf, das sind Vereine, Menschen wie jeder hier im Raum, die wir begeistern können, an diesem Ziel mitzuwirken. Und ja, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Stillstand heißt ja auch Rückschritt. War es am Anfang schwierig, die Verbände, die eingefahrenen Verbände auch von der neuen Sache zu überzeugen? Ja, unser Leitspruch im Sportservice ist ja, wer etwas verändern will, muss neue Wege gehen. Wir haben uns da sehr stark mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt, wie Veränderung funktioniert. Und da kommt man eigentlich dann sehr schnell drauf, weil man ja Angst vor Veränderung hat. Das merken wir, jeder von uns selber, dass er, wenn es um Veränderung geht, Angst ist, weil wir eigentlich in der Gesellschaft Veränderung immer sehr stark mit etwas abgeben, kombinieren oder in Verbindung bringen. Aber Veränderung, und das müssen wir unseren Partnern, den Menschen, den Sportlern draußen auch sagen, Veränderung ist eine Chance, nämlich eine Chance, etwas noch besser zu machen. Und darum müssen wir, das war unser erster Schritt, den wir gemacht haben, den Menschen den Mut geben, auch Veränderung anzunehmen und sie als Chance zu sehen. Und wenn uns das gelingt, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dann werden wir über diese Veränderung eben zu höheren Zielen kommen. War es in Vorarlberg vielleicht noch etwas schwieriger als in den Rest Österreich? Der Vorarlberger ist einer, der ist sicher schwieriger für so ein Ziel zu gewinnen, aber wenn man ihn hat, dann kann man mit ihm, glaube ich, durch dick und dünn gehen. Das haben wir gespürt. Und mir ist es lieber so, dass wir ein bisschen mehr Zeit brauchen, die Menschen wirklich zu überzeugen. Aber dafür, wenn wir den Vorarlberg überzeugt haben, dann steht er dahinter. Und das spüren wir jetzt auch ganz stark. Es war schwer, keine Frage. Aber ich bin froh, dass wir den Weg so gegangen sind. Und das Ziel soll erreicht werden, haben wir schon angesprochen, bis 2024. Genau, wir müssen. Also 2024 muss das Ziel erreicht sein. Und dafür sind wir bereit, sehr viel zu tun. Und woher wissen Sie, weiß der Sportservice Vorarlberg, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden? Ja, weil wir in diesem Prozess, der ja Tag für Tag neu beginnt und weiterentwickelt wird, auch unsere Arbeit evaluieren. Wir haben auch ständig Kontakt mit den Verbänden. Wir spüren ja, was dort passiert. Wir diskutieren mit ihnen, wo die Reise hingeht. Und wenn ich mir anschaue, wo wir
in welcher Diskussion wir mit Verbänden oder Sportlern vor 4 Jahren waren und auf welcher Qualität wir heute über Förderung zum Beispiel sprechen. Früher wurde in Vorarlberg Förderung gesehen, man geht ins Landhaus, sagt, man braucht eine gewisse Summe und sagt, für was? Und dann war es auch okay, dass man es bekommt. Heute ist es so, dass die Verbände wissen, wenn sie kommen, dann brauchen sie ein Konzept dahinter, dann müssen die Maßnahmen dahinter stehen und es muss erkennbar sein, dass diese Investition unserem gemeinsamen Ziel auch nutzt. Und von dem haben wir einen ganz anderen Fokus, auch in der Förderung erreicht. Mit dem neuen Fördermodell, das wir jetzt nächstes Jahr auch beginnen, so ein 3-Säulen-Modell, konnten wir eine ganz, ganz neue Qualität in das Förderungswesen bringen. Und wenn etwas falsch läuft, wird auch eingegriffen? Ja, sofort. Das ist das Wichtige im Management, dass man den Mut hat auch und den Wille hat, Fehler zu erkennen. Und den Fehler auch wieder nicht als etwas Schlechtes sieht, sondern eine Chance sieht, eben, die man noch korrigieren kann. Schlimm ist es, wenn man Fehler lange praktisch nicht wahrnehmen will und dann der Fehler sich in Form einer Nicht-Zielerreichung auswirkt. Aber da sind wir Profi genug, um mit Fehlern sehr gut umgehen zu können. Eine Frage noch, Sportkultur, großes Schlagwort bei Ihnen im Sportservice Vorarlberg. Die Erreichung der Sportkultur, wie schafft man das? Also unser Ziel, also 2024 Sportler Nummer 1 zu sein, ist eben nur zu schaffen, ich habe gesagt, wenn wir uns verändern. Und wir müssen, und das ist die Grundlage, ich bedanke mich auch für diese Frage noch, die Grundlage, dass wir diese Veränderung schaffen, ist, dass wir eine neue Kultur im Sport entwickeln. Und dass die Kultur auch wirklich heißt, dort zu fördern, wo man auch bereit ist, sich fordern zu lassen. Also ich glaube, wir müssen uns alle in diesem Prozess als ein unwichtiger Teil sehen und sind nur im Gesamten wichtig. Aber jeder Einzelne von uns bringt nur einen kleinen Teil bei. Und wenn wir den Funktionären, wenn wir den Athleten, wenn es uns gelingt, ihnen zu zeigen, was notwendig ist und auf was sie sich fokussieren müssen, dass Sport, dass Erfolg möglich ist, dann können wir dieses Ziel schaffen. Und das verstehe ich unter Kultur, dass jeder, der sich in diesem System befindet und mitmacht, versteht, was seine Aufgabe ist, welche Funktion er hat, was er einbringen muss und wie er sich zu verhalten hat. Und wenn uns das gelingt, dann wird das funktionieren. Und wir unterscheiden ja noch die Sportkultur in Bewegungskultur und Erfolgskultur. Auch hier finden wir wieder auf der einen Seite den Breitensport in der Bewegungskultur. Da ist unser Ziel, den Menschen zu zeigen, dass Bewegung heute ein ganz, ganz wesentlicher Teil ist, um eine hohe Lebensqualität zu erwarten. Das ist für mich auch ganz wichtig im Bereich Gesundheitsfinanzierung. Auf der einen Seite, wie gehe ich mit Kranken um? Ich glaube, da sind wir Spitze in unserem Land, ganze Gesundheitswesen, Krankenhäuser und so weiter. Aber wir müssen auch den Mut haben, den Menschen zu zeigen, wie sie gesund bleiben, ohne ein Krankenhaus zu brauchen. Das verstehe ich unter Bewegungskultur. Und da weiß man heute in der Medizin, gibt es für mich keine bessere Medizin als Bewegung. Also kein Medikament kann das ersetzen. Und auf der anderen Seite die Erfolgskultur, wo wir den Sportlern sagen, wir wollen Erfolg, wir ordnen ihm alles unter. Es ist auch kein Malheur, wenn wir es nicht erreichen, aber wir müssen alles Mögliche dafür tun und dafür leben, dass wir es erreichen. Das verstehen wir unter Sportkultur. Und somit profitiert eigentlich auch jeder, wenn Vorarlberg zum Sportler Nummer 1 wird. Das ist das Schöne im Sport, dass sich eine ganze Gesellschaft hinter dem Sport identifizieren kann. Und ich bin überzeugt, wenn es uns gelingt, Vorarlberg zum Sportler Nummer 1 zu machen, dass sehr, sehr viele Vorarlberger, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, sich mit uns gemeinsam freuen wird. Und vor allem dann, wenn er ein Teil des Teams war, und da können wir nur alle 400.000 Österreicher einladen, mitzumachen, sich zumindest zweimal die Woche bewegen, dann sind sie schon dabei. Wer viel arbeitet, viel Sport macht, hat irgendwann hoffentlich auch einen Grund zu feiern. Nächstes Thema bei unserem Gespräch, Party des Sports steht an, am 21. Dezember ist es soweit. Wieder ein Highlight in der Sportgeschichte in Vorarlberg. Absolut, also die Sportparty ist uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Eckpunkt in unserer Strategie, weil wir sagen, der Sportler muss sehr viel investieren, muss sehr viel auf sich nehmen, dass er Erfolge hat. Und das war meine Philosophie als Trainer auch immer und das ist es auch in dem Job, wo ich jetzt bin. Es gehört auch dazu, mal ordentlich krachen zu lassen, zu feiern und einmal die andere Seite des Lebens kennenzulernen. Und die Sportparty am 21. Dezember, das soll genau jene Plattform werden, wo sich die Sportler, die Funktionäre miteinander treffen und das Jahr gemeinsam ausklingen lassen und die Erfolge oder auch die Misserfolge gemeinsam verarbeiten oder feiern. Zum zweiten Mal übrigens auf der Sonnenkönigin dann. Ja, da haben wir uns als Wertschätzung auch den Sportlern und Funktionären gegenüber die Sonnenkönigin gewählt. Sie hat, glaube ich, den richtigen Rahmen, um den Athleten und den Menschen draußen, die für uns arbeiten, auch jene Wertschätzung gegenüber zu bringen, die sie verdient haben. Letzte Frage noch, Herr Kessler.
Gibt es überhaupt einen Zeitpunkt, bei dem Sie zufrieden sind mit allem rundherum? Also Zufriedenheit ist so ein tückisches Wort, weil Zufriedenheit ist eigentlich der Moment, wo man sagt, man muss nicht mehr tun. Und ich glaube, wenn man sein Ziel erreichen will, muss man eigentlich jeden Tag noch mehr bringen. Das ist jetzt zwar in Klischeeform gesprochen, aber es hat schon was damit zu tun, weil ja die Aufgaben immer mehr werden. Mit jedem Tag kommen neue Ideen, wird Neues im Körper verarbeitet, im Kopf verarbeitet und auf dem muss man wieder aufsetzen. Also ich bin ein Mensch, der sehr zufrieden ist mit dem, was er macht, wie ist, aber ich bin nie so zufrieden, dass ich sage, es kann nicht noch besser sein. Also wir dürfen uns auf viele Vorarlberger Sportler, die zu Nummer 1 werden, freuen in Zukunft. Also davon bin ich überzeugt, dass wir in Kürze, ich rede jetzt in einem Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, ganz anders dastehen wie heute. Und das möchte ich euch deshalb sagen, weil ich spüre, wie die Sportler, wie die Trainer, wie die Funktionäre. Und da gilt wirklich der Dank an alle, an diesem Konzept, an dieser Vision, die wir haben, teilnehmen und mitmachen. Das ist für mich wirklich das Schönste, was wir bisher erreicht haben, ein so großes Team mittlerweile von externen und internen Mitarbeitern geworden zu sein. Vielen Dank, dass Sie da waren und so ausführlich über das Sportservice Vorarlberg berichtet haben. Und viel Glück für die Zukunft und viele Medaillen und Erfolge. Dankeschön. Danke. Das war also der Auftakt zur Sendereihe Vorarlberg zum Sportland Nummer 1. In weiterer Zukunft werden wir regelmäßig mit anderen Diskussionspartnern über dieses Thema berichten. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dann.